Gut, ihr seid angekommen. Darf ich vorstellen, Lord Orin Panther, Neffe der verstorbenen Silara Panther, der rechtmäßigen Königin Alderaans. Eure Lordschaft, dies ist der Held, von dem ich gesprochen habe, welcher für die Zerschlagung Ulgos mörderischer Pläne gegen euer edles Haus verantwortlich ist. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Meine Familie steht tief in eurer Schuld. Im Hause Panther werdet ihr immer willkommen sein. Ich bin nicht hier, um nett zu plaudern. Das ist wahr. Aus dem Grund haben wir euch auch sicherlich nicht hergerufen. Die Eliminierung ihrer Stoßtrupps hat das Haus Ulgo dazu gezwungen, Männer von der Palastwache abzuziehen. Das Herz des Hauses ist nun ungeschützt. Aufgrund eurer beispiellosen Dienste bei der Verteidigung des Hauses Panther bietet Lord Orin euch eine Möglichkeit, die Zukunft Alderaans mitzugestalten. Buris Ulgo, Oberhaupt des Hauses Ulgo, hat die edlen Gesetze Alderaans verraten und den Thron geraubt. Es ist eure Aufgabe, ihn zu entmachten. Es wäre mir eine Ehre. Wie ich euch sagte, eure Lordschaft, die Diener des Hauses Thul und seine Verbündeten sind ebenso furchtlos wie loyal. Das sehe ich, Lord Victus. Das sehe ich. Tut bitte alles, was in eurer Macht steht, um Buris Ulgo lebend gefangen zu nehmen. Das Volk von Alderaan hat es verdient, diesen Thronräuber gerecht zu bestrafen. Sie verdienen... Ich bitte um Verzeihung, mein Lord. Eine wichtige Sache erfordert eure Aufmerksamkeit. Nun gut, sagt mir, was geschehen ist. Leben gefangen nehmen, das werdet ihr nicht tun. Selbst in Ketten ist Buris Ulgo eine Bedrohung für den Aufstieg des Hauses Thul. Er muss um jeden Preis getötet werden. Buris Ulgo hat seinen letzten Sonnenaufgang gesehen. Hervorragend. Ah, eure Lordschaft kehren zu uns zurück. Verzeiht. Nun, ihr versteht die Wichtigkeit des Auftrags, der euch anvertraut wurde, oder? Buris Ulgo befindet sich umgeben von einer loyalen Armee in einem Schloss, das einst unserem Haus gehörte. Bis jetzt hat niemand gewagt, seine Position anzuzweifeln. Ich gehe Schrecken verbreiten. Achtet nur darauf, dass ihr umsichtig seid, was Buris Ulgo angeht. Ich werde eine Abordnung unserer königlichen Wache hinter euch herschicken, die den Thronräuber festnehmen wird, sobald ihr fertig seid. Viel Glück! Enttäuscht uns nicht.
Da haben wir es. Genau wie ich es vorhergesagt habe. Ein Werkzeug des Sith-Imperiums. Ganz wie die Bestien im Haus Thul, entsandt, um den rechtmäßigen Besitzern den Thron von Alderaan zu entreißen. Spart euren Atem. Vielleicht habt ihr bald keinen mehr. Wenn ihr denkt, dass ich jetzt versage, habt ihr euch schwer geirrt. Ich war als einziger stark genug, um zu tun, was nötig war. Die Bewohner dieser Welt verdienen einen Anführer, der sie verteidigt. Ich werde diesen Thron nicht für euch aufgeben. Und auch nicht für irgendwen sonst.
Nur bei mir ist er sicher. Nur ich kann Alderaan schützen. Das Ende ist schon lange überfällig. Ich denke, ich habe euer Eindringen lange genug erduldet. Greift an, Männer! Verteidigt euren König! Verteidigt Alderaan!
noch. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht tot. Ich lasse euch nicht gewinnen. Der Schatten des Imperiums wird nicht überall dran kommen. So endet die Herrschaft von Boris Ulgo. Für Alderaan! Das Gebiet ist gesichert. Das Schwierigste haben wir anscheinend hinter uns. Das ist er, oder? Boris Ulgo wurde endlich besiegt. Die Herrschaft des Thronräubers ist endlich vorüber. Lord Orin, die Mission war ein Erfolg. Boris Ulgo ist tot. Tot? Das hat dieser Verräter wohl auch verdient. Lord Victus, unser Haus verdankt euch und dem Haus Thule eine Menge. Ihr seid zu liebenswürdig, eure Lordschaft. Es war uns eine Freude, diesen verräterischen Abschaum für das Volk von Alderaan zu zermalmen, oder? Ein wenig Gewalt heitert mich immer auf. Ah, ja. Nun, gut. Ihr habt Boris Ulgo vom Thron gestürzt und die Hingabe des Hauses Thule an die Zukunft Alderaans bewiesen. Seid euch meiner Unterstützung gewiss. Wird euer Einfluss ausreichen, um ihre geleiteten Brüder und Cousins zu überzeugen, die sich dem Haus Organa angeschlossen haben? Ich werde mein Bestes tun, aber die Organas werden nicht gerne verlieren. Ich fürchte, dass dieser Konflikt noch nicht vorbei ist. Wenn ihr irgendwann wieder meine Hilfe benötigt, sagt einfach Bescheid. Das werde ich mir merken. Eure Arbeit ist getan. Nun könnt ihr euch wieder um eure Angelegenheiten kümmern. Das Haus Panthea wird niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Vielen Dank.